Ja, Leute, was geht? Ich habe mal wieder einen Vlog für euch am Start. Heute, oh Gott, das Ding ist ja richtig dreckig. Scheiße. Heute besuchen wir Spotify und ich habe wieder ein bisschen Bock auf Vloggen. Aber zuerst muss ich hier die Kiste aufladen. Akku leer. Let's go. Hast du einen festen Trainingsplan? Korrekt, ja, genau. Ah, das ist ja super. Perfekt. Das ging ja früher gar nicht so. So, Leute, Training fertig. Deadlifts, Schmerzlifts. Jetzt geht's zu Spotify. Krasser Cut. Du Bastard! Ja, genau, solche Dinge. Jetzt kurz sagen, wie war's für dich? Sehr geil. Bitte ins Mikro. Okay, ja. Sehr geil. Es war, also die Rolle ist super cool. Das Hörspiel wird, glaube ich, mega nice. Und ich habe alles gefirstried. Ich bin halt einfach. Wirklich? Ich habe wirklich alles gefirstried. Aber ihr werdet das auch safe schaffen, weil die sind sehr, also sind sehr forgiving so. Die wollen halt dich. Ne? Die wollen nicht, dass so der 25. Cop aus dem 6. Bataillon aus mit einer Raucherstimme, sondern die wollen halt dich. Dich. Geil. Du als schönster Mensch, Sula, wie war's? Gut. Nee, ins Mic. Ach so. Gut. Okay, jetzt noch ein paar Sachen mehr. Nee, war witzig. Also, es ist ganz weird. Ich kann das nicht beschreiben. Also, ich habe noch nie was Vergleichbares getan, weil du quasi... Also, in meinem Alltag bin ich jetzt nicht häufig in der Position... laut zu schreien, wenn es nicht mit League of Legends zusammenhängt. Ich muss in die Kamera gucken. Du kannst auch mich angucken, scheißegal. Kannst auch mich angucken. Ja, nee, das ist lieber nicht. Da werde ich erregt. Aber es ist halt geil, weil man halt einfach wirklich mal so seine komplette Energie irgendwie rauslassen kann. Das hat voll Bock gemacht. Also, war ich gut. Man hat doch gar nichts gehört, oder? Nee, man hat nichts. Ja, aber ich hätte auch gedacht, dass ich... Ich habe mir extra Bart Sachen einspielen lassen, weil ich so einen Referenzpunkt haben wollte, weil ich keine Ahnung habe, wo ich jetzt anfangen soll. Hallo. Ich hab's trocken gemacht. Mit Sound? Das kann, ja, zum Ton wird nicht dabei sein, so. Deine Mutter wird bis dein Vater sich färbt. 70 ein Pferd! LOL! So, ich habe jetzt auch meinen Teil gemacht. Ah, ging sehr schnell. Ich glaube, in 9 Minuten haben wir es durch. Geplant waren eine halbe Stunde, glaube ich, für jeden gefühlt. War sehr cool, also waren sehr schnell zufrieden, wenn es so in die gestörte Richtung ging, also in so etwas. Da bin ich tatsächlich sehr gut. Aber sobald irgendwie Text dazukommt, den ich natürlich nicht zeigen kann, wird es super schwierig. Also darin bin ich absolut terrible. Stimmt's? Bitch. Alles klar. Der Mensch mit dem geilsten Bart. Wie war's für dich? Und den geilsten Merch auch. Tatsächlich ziemlich geiler... Stimmt, ja. Freie Werbung. Tatsächlich ziemlich geile Erfahrung. Ich habe sowas vorher noch gar nicht gemacht. Und man wird so ein bisschen rausgerissen. Also man versucht sich quasi in die Situation reinzudenken und so ein bisschen in seinem eigenen Film zu verschwinden. Um dann das Gelebte oder das, was man sich vorstellt, halt interpretieren zu können. So würde ich es einfach mal formulieren. Und das ist tatsächlich sehr witzig, wenn man so in diesem Raum ist, alles ist leise, alles ist dunkel und er sagt dir, ja, jetzt mach mal das und das und ich spreche das jetzt mit dir ein. Und ich muss mich auch ein paar Mal, wenn man das so gemacht hat, muss ich mich auch zusammenreißen, dass ich halt nicht lache. Vielleicht habe ich auch danach gelacht. Aber danach, man kann das ja schneiden. Und ja, war eine sehr, sehr coole Erfahrung. So, jetzt sind wir ready mit den ganzen Bims. Ich mache mich jetzt auf nach Leipzig. Und dann gucken wir, was noch so geht. Ich wollte euch noch ein bisschen was zeigen, wie ich aktuell meinen Ernährungskram mache. Ich mache nämlich aktuell Meal Prep. Und wir gucken uns das mal an. Hey, zu Hause. Und jetzt muss ich ein bisschen Kinderkram machen, die Kinder holen und so weiter. Und dann streame ich, glaube ich, noch ein kleines bisschen. Ja, ein bisschen Stream. Hey, es ist jetzt der nächste Tag. Ich habe gestreamt, ich habe geschlafen, ich habe gechillt und jetzt muss ich euch was zeigen, was ich noch ändern muss.
Das bedeutet, mein Streaming-Setup ist ein kleines bisschen weird. Ja, das heißt, der Stehtisch, der kann sich hoch und runter fahren, allerdings ist er sehr, sehr schmal. Das bedeutet, ich würde gerne meinen Rechner hier drunter buxieren. Und achtet bitte nicht auf die ganzen Kabel, ne? Das ist nur mal Mess. So, das heißt, hier habe ich meinen Streaming-Rechner, hier habe ich meinen Spielerechner, da ist die Playstation und der Rechner ist dann mit diesem Monitor verbunden. Was natürlich auch knifflig ist. Das bedeutet, wenn ich diesen Tisch hier hochfahre, muss ich den Monitor sowieso drehen, aber den muss ich dann quasi so ankippen. Das bedeutet, im Stream streame ich so nach unten. Terrible. Gott sei Dank hat mir aber Pixel Viet geschrieben, na, von den Rocket Beans, und hat mir jetzt etwas gegeben, was ich nutzen kann. Also, ich habe hier ein... Ich brauche hier eine Anleitung, glaube ich. Ich habe hier einen Rechnerhalter. Den muss ich aufbauen. Der hält meinen Rechner. Beim Aufbauen muss ich mich ein bisschen beeilen, meine Kinder nicht, wollen nämlich noch Bouldern gehen. Also los. We did it. Beginnen sollte ich damit, dass ich das Ding hier drunter wuchte. Die Frage ist, ob das First Try klappt. Erste Schraube drin. Könnte übrigens auch vorbohren. Aber mach ich nicht. Als nächstes habe ich hier diese Stoffdinger dran gemacht. Das dauert ein bisschen. So. Alter, ist der groß. That's what she said. Der hängt hier nicht mal drinnen. Ups. Also er hängt drin. Sieht ja gut aus. Finde ich gut. Die Verkabelung mache ich dann ein bisschen später. Heute wird aber noch trainiert mit meinen Kindern. Normalerweise hätte ich heute Oberkörpertraining, aber wir gehen bouldern. Ja, meine Kinder haben ja hier krasse Trainingspläne, mit denen sie dann quasi Belohnung bekommen. Und wenn sie einen Trainingsplan komplett voll haben, dann gibt es eine krasse Belohnung. Bouldern gehen ist aber ein ganzer Tag, ganzer Trainingstag. Ja, da freuen die sich immer. So, fertig mit Bouldern. Look at that. Alles rot, alles kaputt. Die Kinder dürfen jetzt ein bisschen spielen. Halbe Stunde gibt es Bonuszeit, wenn man eine krasse sportliche Aktivität nachgeht. Und ich mache jetzt hier mit dem Rechner fertig. Er ist hier bombenfest, aber nicht verkabelt. Verkabeln, Idees. Hey, nächster Tag. Bam. Ich habe jetzt den Rechner, wie gesagt, aufgehangen. Dann habe ich jetzt diesen Monitor mit dem Rechner da verbunden. Das ist quasi mein Spielerechner. Und der ist auch damit verbunden. Ich schalte dann quasi so ein bisschen hin und her. Und für heute ist der Plan, das da zu activaten. Die Idee ist quasi Elden Ring mit Tanzmatte zu spielen. Ist sehr komplex, da Elden Ring nun mal super viele Funktionen hat. Ich werde also wahrscheinlich eine Mischung aus dem Gerät hier und der Tanzmatte machen. Denn ich muss mich umsehen können und laufen können. Leider gibt es keine guten Dance Pads mit übel vielen Tasten. Das Ding hat 10 oder so oder 12 und es reicht nicht. It's not enough, weil mir fehlen die Achsen zum Bewegen. Terrible. Damit das Ganze nun aber trotzdem funktioniert, muss ich jetzt das Dancepad erstmal reprogrammieren. Das heißt, die Idee soll sein, dass ich damit in Elden Ring wenigstens laufen kann, ne? Aber die Eingaben mache ich dann quasi mit dem Pad. Aber ich muss dem Pad quasi sagen, mach keine Controller-Eingaben, weil ich glaube, Elden Ring ist hart verwirrt, wenn da zwei Controller dran sind. Sondern ich muss sagen, hey, das sind Tasten und nur Tasten. Mal gucken, ob es klappt. Benutzen werde ich dabei RewASD. So, jetzt wird's gestört. Ihr müsst euch vorstellen, das hier ist das. Das heißt, der Controller wird halt super NES erkannt. Und jetzt muss ich quasi diese einzelnen Tasten, die ich hier drücken kann, seht ihr? Die kann ich jetzt alle bestimmen, je nachdem, wie ich hier quasi drauf biete.
Die muss jetzt im Prinzip zuordnen und muss dann sagen, hey, was soll er denn draus machen? Und die Idee ist nun, dass ich sage, das sind Buchstaben, A, B, C, D, E, F, G. Und dann ordne ich die quasi neu in Elden Ring zu. Das ist quasi so, als wenn man Tastatur und Controller gleichzeitig spielt. Super dumm. So, ich habe jetzt einige Dinge geremapped. Und geht nicht. Weil tatsächlich wird das Dancepad die ganze Zeit als Controller erkannt. Das heißt, Elden Ring mag mein Controller nicht, sondern nimmt das Ding als Controller und nicht das, was ich zugewiesen habe. This shit. Das heißt, im Prinzip kann ich hier... Na, ich kann hier tatsächlich die ganze Zeit A drücken, während ich hier meinen Fuß drauf habe. Na? Also das passiert und es klappt auch. Aber Controller-wise, er denkt immer noch, das ist ein Controller. Ich muss also jetzt dem Programm sagen, das ist kein Controller. Das ist scheiße schwer. Ja, aber so ist das manchmal. Man kann nicht immer alles perfekt hinbekommen. Als nächstes gehen wir ein bisschen chillen. Ich mache heute wieder was mit meinen Kindern. Und dann zeige ich euch noch ein bisschen Meal Prep. Und dann ist dieser Vlog auch vorbei. Ich habe keine Ahnung, wie lange der ist. Aber Meal Preppen ist was ganz Geiles. Mache ich aktuell. Macht mega Laune. Wow. So. Gut, wir waren jetzt gerade auf dem Konzert für die Kinder. Hier kurzer Ausschnitt. War ganz lustig. Die Kinder haben sich gefreut, das ist das Wichtigste. Bevor wir jetzt nun zum Meal Prep kommen, mache ich aber erstmal Training. Heute ist Unterkörper, gestern war ich bouldern. Das bedeutet, heute machen wir Rücken. Na, beziehungsweise Beine. Have fun with that. Und jedes Mal, wenn ich die Übung geschafft habe, abgehakt. Timer läuft. Waden. So, das waren die Deadlifts. Jetzt kommen Reverse Lunges. Lunges, ey. Als nächstes haben wir die Zercher Good Morning. Habe ich noch nie gesehen. Bin gespannt. Let's do it. Okay, das ist gut, wenn man einen Trainer hat. Da muss ich nochmal fragen. Das fand ich jetzt selber nicht so gut. Und mein Arm hat es komplett zerflattert. Yikes. So, und abschließend gibt es noch den Dead Bug. Hier kann man besonders sehen, dass ich noch einen sehr krummen Rücken habe. Ne? Also müssen Sie sich vorstellen, das hier, die Arme ganz nach unten zu machen, ist für mich schon anatomisch ein Problem. Gerade wenn die Beine oben sind oder so. Ist ganz schlimm. Also Wirbelsäule ist lost. Aber deswegen üben wir es. Ja. Gut, und wenn man mit allem fertig ist, gibt es noch das Training done. Bam! Und da kann man hier noch eintragen, wie fit oder fertig man ist. Und das ist quasi das Gesamtgewicht, was ich bewegt habe in dem Training. Ist ganz cool für die Motivation. Extrem geil. So, aber jetzt brauche ich Essen. Zwingend, dringend. Food! Was bist du jetzt? Was ist Ben? Kurzklasse. Kurzklasse?
Okay, also jetzt ist gerade das Ding auseinandergeflogen. Babasumbabum. So Leute, Essen ist fertig. Jetzt ist ganz wichtig, das Ganze noch einzutragen. Das bedeutet, jedes Essen kann man natürlich, jedes Nahrungsmittel kann man scannen, sich der Nahrungsmittel quasi entwerfen. Das mache ich dann mit MyFitnessPal. Na, das bedeutet, ich habe hier quasi schon meine Mahlzeiten und dann habe ich hier Rind plus Paprika, Zwiebel, Supermischung. Das ist jetzt natürlich kalorienmäßig übel hoch. Aber ich teile es ja durch 4, basically. Super nice Methode. Mega. Kann ich Ihnen empfehlen. Und jetzt guten Hunger. Bruder, das ist so salzig. Ich muss es nochmal strecken. Ich strecke es mit noch mehr Essen, Hase. Also 8 Portionen. Guten Morgen. Ich habe jetzt meinen Kaffee hier am Start. Und einige fragen ja auch, wie viel Kaffee ich am Tag so konsumiere, dass ich es wirklich sehr mag. Und es ist recht wenig. Also das ist jetzt quasi Kaffee für 2 Tassen. Und meistens mache ich das so, dass ich bis 16 Uhr trinke und dann ist Schluss. Also dann schlafe ich schlecht. Und der Wasserkocher kocht bereits und gleich beginne ich zu streamen. Das ist mein Ablauf. Das machen wir jetzt 5 Stunden. Wird amazing, weil ich darf zocken. Der Grund, warum ich übrigens so früh anfange, ist die Tatsache, dass ja meine Kinder jetzt gerade zur Schule gehen. Na, das bedeutet, ich habe dann entsprechend jetzt viel Zeit für Streaming oder ähnliches. Und dann, wenn sie zurückkommen, habe ich quasi nur noch Papierkram übrig. Was sehr nice ist, weil ich kann dann entsprechend viel mit denen machen. Das bedeutet, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Just Chatting, so bis 8. Dann habe ich 9 bis 10 Training live mit Robert. Und die restliche Zeit zocke ich dann. Na, ich habe ein bisschen übertrieben gerade. Nun mache ich aber an. Und wir sehen uns nach dem Stream. Hey, ich habe jetzt gerade mehrere Sachen geschafft. Wir haben jetzt gestreamt. Ich habe jetzt meine Kinder geholt. Das Stream war nice. Habe da auch währenddessen ja Training gemacht. Und jetzt habe ich noch aufgenommen, eine halbe Stunde für den 2-Kanal. Und nun zocke ich mit meinen Kindern Yu-Gi-Oh! Na, die müssen wieder ins Reich der Schatten geschickt werden. Let's go. Der erste Sieg geht schon mal an mich. So, ich mache eine Flip-Beschwörung. Tada! Guck, wie krass der ist. So, alle Kinder ins Reich der Schatten geschickt. Wie fühlt sich das an, Len? Ja, wir müssen mal lösen. Guck mal. So, ich meal preppe jetzt offensichtlich noch ein kleines bisschen. Das wird quasi heute mein Abendessen. Und für die nächsten 2 Tage. Und das heißt, für die nächsten 2 Tage habe ich hier Essen vorbereitet. Eins davon nehme ich sogar mit nach Berlin. Chillig. Kinder sind natürlich auch hier fleißig am Dark Souls lernen. So, jetzt 2 Hände nehmen und draufhauen. Sehr gut, Mio. Jetzt musst du zurück. Zurück, weg, 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 weg. Ja, aber das hinter dir ist. Tada! Das sind jetzt insgesamt 1200 Kalorien, das heißt 400 Kalorien pro Mahlzeit. Das ist absolut solide. So, das bedeutet, ich habe jetzt genug Essen für die nächsten Tage. Frühstück mache ich ja quasi extra meinen Joghurtkram. Und ich kann mich jetzt auf andere Dinge konzentrieren. Voll geil. So, und jetzt ist quasi der Tag mehr oder weniger vorbei. Ich habe jetzt noch eine Aufnahme gemacht, jetzt haben wir schön gegessen. Und jetzt mache ich wahrscheinlich noch eine letzte Aufnahme. Beziehungsweise rennen wir jetzt noch zu YouTube-Videos für den 2-Kanal. Und ja, also heute ein entspannter Tag. Manchmal ist auch gar nicht so viel los und es ist trotzdem ein schönes Leben. Ja? Die einfachen Tage müssen die krassen Tage ernähren. So, und nun ist Dienstag. Das ist immer mein letzter Tag in Leipzig. Bup. Das bedeutet, wir fangen den Tag damit an, dass ich streame. Ich überlege noch, ob ich gleich im Stream Training mache. Wahrscheinlich wird es aber eher so sein, dass ich streame, dann mache ich Training. Dann hole ich die Kinder, dann gehen wir heute bouldern, ja, bouldern, schmoldern.
Die mögen das. Und dann packe ich meine Sachen und fahre nach Berlin. Und in Berlin schneide ich den Bums. Das ist so der Plan. Na, und mal gucken, was draus wird. Ob das für euch informativ war oder nicht. Bis dann, ich zock jetzt, das ist geil. So, Streaming ist fertig. Kinder sind geholt. Mittag habe ich natürlich das vorbereitete Essen gegessen. Trage das jetzt noch mit dem Handy ein. Oder im Handy ein. Jetzt gehen wir bouldern. Und dann packe ich so meine restlichen Sachen für Berlin. Der Berlin. Papa, ich habe die blaue gepackt. Ja, habe ich. So Leute, ich bin vom Bouldern zurück. Das ist immer alles kaputt. Jetzt will ich aber noch Training machen. Das bedeutet, ich mache jetzt noch einmal Unterkörpertraining. Hoffe, dass es irgendwie halbwegs funktioniert, weil in Berlin mache ich bis auf den Freitag kein Training. Parallel dazu mache ich noch ein bisschen Thumbnail-Shit. Und dann fahre ich los. Tschüss. So, Training ist fertig. YouTube-Video habe ich gemacht für den zweiten Kanal. Jetzt werde ich schön was essen. Das Gute ist, bei einer gesunden Ernährung hat man den Vorteil, dass man noch unfassbar viele Kalorien übrig hat. Ne? Ich habe jetzt quasi hier mein Frühstück mit viel und noch was. Dann natürlich die Supplements kommen jetzt auch nochmal dazu. Na, 600 Kalorien Mittag und 300 oder 400 Kalorien Abendessen. Plus, dass ich hier noch jetzt mein Whey rein heate. Wahrscheinlich so 35. Oh, ja doch. 35 Gramm. So, bumm. Na, ja, habe noch 680 übrig. Das ist sehr geil. Da kann ich mir ein bisschen was gönnen. Und zwei Portionen vom Essen nehme ich mit nach Berlin und versuche da natürlich auch noch ein bisschen zu preppen. Das schaffe ich aktuell noch nicht so gut. Wir sehen uns in der Hauptstadt. So, ab in die Hauptstadt und dann schneide ich diesen Bims. Morgen, früh, Nachmittag. Eher Nachmittag. Tschüss. Ja, wow, krass, Leute. Guck mal, ich bin in Berlin. Ich fahre jetzt ins Büro. Die liebe Katharina ist hier auch. Hände. Und dann kaufe ich erstmal Frühstück. Und dann frühstücke ich und dann schneide ich den Bums. Tschüss. Zurück in Berlin. So, jetzt mache ich erstmal Frühstück. Und dann wird gestreamt und dann wird geschnitten. Und dann ist der Bums hoffentlich fertig. Und gefällt euch. Ich verstehe das nicht. Ich kann mir bloß nicht frisch holen, weil wenn ich dann... Skrrr. Das ist geil. Die hätte ich auch gerne.